Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Tja, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, man hat Angst vor mir. Wer hat Angst vor euch und aus welchen Gründen? Seid ihr vielleicht besonders gewalttätig oder, also wirklich gewalttätig, oder steht ihr im Rufe, besonders gewalttätig zu sein? Oder vielleicht habt ihr irgendwann mal etwas sehr Schlimmes, auch Gewalttätiges getan? Und deshalb haben die Leute heute immer noch Angst vor euch, obwohl ihr ganz friedlich geworden seid. Oder vielleicht seid ihr sehr streng, sehr autoritär. Oder vielleicht seht ihr einfach nur sehr angsteinflößend aus und seid im Grunde genommen sehr friedvoll. Und die Leute haben dennoch sehr viel Angst vor euch. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, man hat Angst vor mir, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Der Benny ist der Erste heute Nacht. Hallo. Hallo Domian. Hallo Benny. Du klingst aber weit weg aus der Dose. Ja, ich rufe vom Handy auf. Ja, das höre ich schon wieder. 20 Jahre alt bist du? 20 Jahre, genau. Vor dir hat man Angst? Vor mir hat man Angst, weil ich ein Punk bin. Weil du ein Punk bist? Genau. Aber Punks sind doch eigentlich ganz harmlose Leute, oder? Eigentlich schon, nur ich habe mir so einen Ruf verschafft in Haltern. Warum? In der Stadt. Bist du ein Schlägerpunk oder wie? So nicht, aber wenn mich die Rechtsradikalen oder so schon anmachen, dann schon mal. Mhm. Also dann das heißt, du wirst... Krankenhaus. Ah, also so heftig geht's dann ab? Dann geht's heftig ab, ja. Also wenn ein Rechtsradikaler dich anmacht? Genau. Was heißt denn anmachen? Ja, wenn so blöde Sprüche kommen. Zum Beispiel? Ja, wie Zecke, Verrecke oder so. Mhm. So oder mich auch direkt auch schon provozieren, vor mich hinstellen und mir auch schon ins Gesicht schlagen, dann geht's sofort los. Mhm. Und sowas passiert in der Tat ab und zu oder öfters gar? Ja, klar. Wie oft ungefähr? Oder wie oft ist es schon passiert? Oh, ich weiß nicht, so 20 Mal. 20 Mal schon? Ja. Wie lang währt denn deine Punk-Karriere schon? 20 Jahre bist du jetzt? Seit ich 15 bin. Seit du 15 bist. So, jetzt beschreib mir mal ein bisschen genauer, wie diese Schlägereien dann abgehen. Wie brutal ist das? Das geht von ab und zu nur Pöbeleien bis richtig mit, also ohne Waffen, aber so mit, bis man einen die Zähne rausgeschlagen hat ins Krankenhaus, kann es so locker kommen. Mhm. Was war das Schlimmste? War das Schlimmste das Herausschlagen der Zähne? Also nee, das eine, was ich mal geschafft habe, ich habe einen den Bein, den Arm und dann noch so ein paar Platzwunden verpasst. Mhm. Was heißt und Arm und Bein? Gebrochen oder wie? Gebrochen, genau. Gebrochen. Mhm. Mhm. Und davor haben jetzt die, also die wissen das in meiner Stadt, die haben Respekt vor mir, mich traut keiner anzusprechen. Mhm. Mhm. Mehr. Mhm. Und das sind immer Rechtsradikale, denen du das zufügst? Ja, also Rechtsradikale oder Popper. Oder Popper? Ja, so. Also ich glaube, dass man diesen, das ist ein uralter Begriff, der ist aus den 80er Jahren kommt der. Beschreibe, was sind denn für dich Popper? Popper sind die so, die in Diskus gehen, die immer so viel Gel in den Haaren haben. Die so schmierige, so genau, Schönlinge. Ja, so ein bisschen, genau, davon haben wir genug bei uns. Aber die sind da im Prinzip ganz friedliche Leute, die tun dir doch nichts. Ja, und die sind auch normalerweise friedlich, wir ja eigentlich auch. Ja. Nur ich muss wirklich sagen, wir fangen nie an, wir sitzen nur irgendwo, trinken unser Bier in der Bushaltestelle und dann kommen die vorbei und dann geht's sofort los. Also, ja, aber ich glaube, gerade bei den sogenannten Poppern, also die so ein bisschen geschniegelt sind und auf schick machen, die gehen doch nie im Leben direkt auf dich zu und machen dich irgendwie mit Sprüchen an. Also wenn ich alleine bin und die sind zu fünf, dann ja. Mhm, mhm. Kann es auch sein, dass für dich das einfach so Feindbilder sind, Popper und Rechtsradikale, und da guckt man mit der Lupe hin und wenn die ein bisschen sich regen, was dir nicht gefällt, schlägst du drauf? Ja, wenn es zu heftig wird, ja, sonst lache ich nur darüber. Mhm. Was, wenn die Kommentare, sagen wir, wenn die ausrasten, dann lasse ich auch auf. Ich finde es in der Regel ziemlich peinlich und dämlich, überhaupt sich zu schlagen, Benny. Ja, es ist dämlich. Ich war es selber. Und irgendwie auch ein bisschen assi. Klar, aber man gerät da rein. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass man auch immer selbst ein bisschen dazu tut.
von alleine gerät man da äußerst selten rein. Das gibt es auch, gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Ja, klar. Aber dass man da so kontinuierlich, wie du das gerade beschrieben hast, reingerät, ich glaube, das kann man auch anziehen. Man zieht das an, diese Gewalt. Ja, wir ziehen es an, weil wir anders aussehen. Also die Schuld, sagst du, immer haben die anderen. Du bist nicht immer, aber es ist öfter. Also du, bei uns jedenfalls. Du sagst, ab und zu schlägst du auch über die Stränge und hast auch Schuld an dem Ganzen. Ja. Aber daraus könntest du doch eigentlich lernen, dass du dich ein bisschen mehr in den Griff bekommst. Dass das auf jeden Fall nicht mehr passiert. Denn das ist ja kein Mittel der Auseinandersetzung, sich die Birne einzuschlagen. Egal wer es ist. Ja, hab ich mir schon oft gesagt, aber dann kommen wieder ein paar Bierchen zu viel und dann hat man wieder so gute Laune und die Kollegen sind dabei. Achso, der Alkohol ist schon auch immer mit ausschlaggebend, dass du gewalttätiger bist, als du es eigentlich bist. Ja, ja, klar. Ja, weniger Alkohol trinken, eigentlich, ne? Ja, kann man machen. Ja, in der Tat. Nee, weil ich ja wirklich glaube, dass man letztendlich die Probleme nicht löst. Im Gegenteil, die Fronten verhärten sich noch mehr und auf jeder Seite entsteht noch mehr Hass. Ja, so sieht es bei uns zurzeit auch. Ja, ist doch scheiße sowas. Ist doch scheiße. Ja, ist scheiße. Red lieber mit den sogenannten Poppern oder mit den Rechtsradikalen. Ja, das kann man leider nicht. Ach, kann man auch. Ja, also nicht bei uns. Ja, da gibt es auch Leute, mit denen man bestimmt reden kann. Aber wenn ihr gleich schon mit den Knüppeln losrennt und die anderen auch, kann natürlich nichts mehr rumkommen. Abgesehen, Benni, von der Gefahr, dass du vielleicht irgendwann mal jemanden so verletzt, dass er vielleicht für sein ganzes Leben geschädigt ist. Oder dass du von jemand anderem so verletzt wirst, dass du für dein Leben geschädigt bist. Kann immer passieren, ja. Weil es mir noch nicht passiert ist. Und deswegen habe ich ja den Respekt. Deswegen haben die Leute ja von mir Respekt. Ja, aber kann jeden Tag kann irgendwas Schlimmes passieren, eine Tragödie. Ja, natürlich. Dass du jemanden so schlägst, dass er im Rollstuhl landet, oder dass du so geschlagen wirst. Ne? Das kann alles passieren. Was macht Benni, der Schläger, der Punkschläger, aus Osnabrück, ne, sagst du, kommst du? Nee, aus Haltern, aus dem Pott oben. Aus Haltern. 20 Jahre alt, was machst denn du so sonst im Leben, außer Punker sein? Ja, ich bin seit Januar bin ich arbeitslos. Ich habe eine Lehre gemacht, aber ich wurde nicht übernommen. Was hast du für eine Lehre gemacht? Als Metallbauer, Schlosser. Ah ja, abgeschlossen. Und jetzt hänge ich, jetzt hänge nur mit meinen Kollegen, hänge ich jeden Tag ab, am Wochenende. Die Lehre hast du abgeschlossen? Die habe ich abgeschlossen. Bist du denn kräftig am Suchen nach einer Arbeit? Ja, ich bin am Suchen. Weißt du, die Gefahr besteht, glaube ich, dass du durch so ein Verhalten, wirklich Gefahr läufst, in ein kriminelles Milieu abzurutschen. Und ja, ich weiß nicht, kann dir wahrscheinlich passieren, Benni. Und die Gefahr besteht eben, dass du noch mehr in den Suff reinkommst, vor allen Dingen, wenn du jetzt arbeitslos bist. Ja, das kann passieren, weil jetzt habe ich mehr Zeit, für jeden einen Scheiß zu machen, das stimmt schon. Wie sind denn die Chancen bei dir oder bei euch, dass du eine Stelle findest demnächst? Es geht, also ich wurde ein paar Mal schon abgelehnt, alleine schon wegen meinem Aussehen. Ich kam da rein, haben sie sofort gesagt, nee. Weil ich da zur Zeit bunte Haare hatte und so, haben sofort gesagt, nee, dich wollen wir gar nicht erst haben. Und jetzt liegen noch ein paar Bewerbungen vor. Also du bist am Baggern? Ich bin, ja. Und du möchtest eigentlich auch gerne arbeiten? Ja, natürlich, ich brauch Geld. Also. Ja. Gut, gute Einstellung. Ich möchte auch nicht vom Staat leben. So will ich das. Gute Einstellung. Ich hoffe, dass du eine Arbeit findest bald, Benni. Ja, danke. Ich hoffe, dass du dich weniger prügelst demnächst. Und ich hoffe, dass du kein Alkoholiker wirst. Nee, das nicht. Wichtiger Wunsch, ne? Ganz wichtiger Wunsch. Und dann hängst du irgendwann wirklich völlig in der Gosse und nichts läuft mehr. Ja, ich versuch's mal. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss, Benni. Unser Thema heißt, Mann hat Angst vor mir. Und ich frage euch, die ihr mir jetzt zuschaut und zuseht, wer hat Angst vor euch? Begründet oder unbegründet? Seid ihr sehr gewalttätig, vielleicht zurzeit immer noch? Oder wart ihr immer sehr gewalttätig, dass die Leute richtig Respekt vor euch haben und Angst haben? Habt ihr mal jemanden geschlagen? Oder seid ihr einfach so vom Auftreten auch sehr autoritär, dass die Leute schon zusammenzucken, wenn ihr nur ins Zimmer kommt oder so? Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Sissy ist dran. Sissy. 31, hallo, Domian. 31 Jahre alt. Jo. Heißt du wirklich Sissy? Ist ein Spitzname von mir. Ah ja. Aber auch mein Rufname. Dein Rufname. Jo. So, du bist eine 31-jährige junge Frau. Ja. Und diese 31-jährige junge Frau meldet sich bei mir zu dem Thema, man hat Angst vor mir. Ist das so? Kann ich gleich erzählen. Und zwar,
kurz. Man hat Angst vor mir aufgrund, weil ich an Epilepsie leide. Ach. Jo. Also, dass die Leute dann in Angst und Schrecken versetzt werden, wenn du solche Anfälle bekommst. Richtig. Kenne ich, kann ich, also nicht verstehen, sondern ich kenne dieses Phänomen. Ja, wir, ja, na, wir hatten früher in der Schule ein Mädchen, in der Volksschule, die hatte das auch. Und wir hatten immer alle Angst. Ja. Wenn die auf der Erde lag und das sah immer sehr bedrohlich aus, da kam so Schaum aus dem Mund raus und die zitter und zuckte und wir standen immer ganz hilflos daneben und wussten gar nicht, was los ist. Ja, aber du bist jetzt noch harmlos daneben. Bei mir war es so, dass mir meine Leute rausgerannt sind vor lauter Angst. Was sind deine Leute? Wen meinst du damit? Also meine ehemaligen Klassenkameraden. Mhm. Und es war absolut furchtbar für mich. Ich habe immer einen Schreck gekriegt, beziehungsweise ich war geschockt, weil sie mich auf Deutsch gesagt haben, nicht so akzeptiert haben, wie ich bin. Wie lange hast du das schon? Auch von Geburt an? Na, was heißt Geburt an? Also ich war 2 Monate, als mein erster Anfall auftrat. Ja, also die ganze Schulzeit war davon begleitet. Wie oft hattest du früher diese Anfälle in der Schule? Also früher, gut gesagt, weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß jetzt bloß noch im Teenageralter und jetzt so 8 bis 9 Mal im Monat. 8 bis 9 Mal im Monat, das ist sehr viel. Ja. Das ist sehr viel. Und heute im Alter von 31 Jahren, wie oft? Heute jetzt seit gut Dezember bin ich neu eingestellt worden mit Medikamenten. Mhm. Habe ich es jetzt im Höchstfall 3 Mal im Monat. Immer noch? Immer noch eine stattliche Zahl. Wie läuft das heute bei dir ab? Beschreib mal so einen Anfall. Du weißt es ja äußerlich nicht. Man hat es dir erzählt. Was passiert dann mit dir? Oh, also ich habe mich schon in einer Kamera gesehen, weil ich war in der Klinik extra für Epilepsie und da habe ich selber gesehen und mir ist ganz schlecht geworden. Beschreib mal, was du da gesehen hast. Ich habe gezittert und wie du gesagt hast, Schaum vom Mund und Blut war auch mit dem Speichel, weil ich mir auf die Zunge gebissen habe. Das ist jedes Mal so. Mhm. Dann zitter ich und schlag mit meinen Füßen und Händen eine Minute rum. Mhm. Liegst also stürzt zu Boden? Ja, natürlich. Und schlägst dann auch auf den Boden und ja, richtig. Bist bewusstlos eigentlich, ne? Du weißt von dem nichts. Nein, absolut nicht. Ich weiß nur die Resultate danach, wie Loch im Kopf oder jetzt gebrochenes Bein oder einen blauen Fleck oder Schürfwunden oder weiß der Geist. Solche schlimmen Folgen hat das unter Umständen, dass du das Bein dabei schon gebrochen hast. Ja, ich bin jetzt noch mit einem gebrochenen Bein und zwar 3 Mal. Ach du je. Ja, das darf singen. Aber wie ist das denn heute? Also ich kann ja verstehen, auch jetzt eben aus der eigenen Erfahrung, wie ich es gerade geschildert habe, dass so Jugendliche oder Kinder Angst davor haben, weil es einfach erschreckend aussieht. Wie reagieren denn heute die Erwachsenen auf dich, wenn du solche Anfälle bekommst? Auch nicht anders. Auch mit Angst? Ja, natürlich. Mhm. Jetzt angenommen, ich würde jemanden kennenlernen durch Internet oder weiß Gott, irgendwie anderweitig. Mhm. Ich bin offen. Ich bin ein offener Mensch und sage den Leuten gleich von Anfang an, dass ich an Epilepsie leide. Mhm. Gut, das ist, wenn du jemanden kennenlernst, aber es kann ja passieren, dass du in irgendeiner Gruppe bist von relativ fremden Leuten und es geht los und dann sind die verängstigt, meinst du? Ja. Oder geschockt. Ich meine es nicht, es ist so. Es ist so. Mhm. Dann laufen es raus und auf Nimmerwiedersehen. Merkst du das eigentlich so einige Sekunden vorher, jetzt braut sich da in mir was zusammen oder kommt das schlagartig? Ich spüre es vorher. Das heißt also, während unseres Gespräches jetzt könnte das nicht schlagartig passieren? Nein, aber ich spüre es und dann rede ich mit dir weiter und dann kann es trotzdem passieren. Also, was genau spürst du dann? Das ist ganz, ganz schwer zu erklären. Also stell dir vor, du fährst mit einem Auto mit einer schnellen Geschwindigkeit einen Berg runter. Dann kribbelst du doch so im Bauch. Mhm. Ja, etwas, ja. Und es geht von oben nach unten. Ja, ja. Nur ja. Beim Anfall von mir ist es ein bisschen anders. Vielleicht kann man es auch damit vergleichen, wenn man auf einem Karussell irgendwie so ganz schnell runterfährt. Ja, genau, so. Ne, auf der Achterbahn oder so. Mhm. Ah ja. Nur beim Karussell und beim Auto geht das Kribbeln von oben nach unten. Mhm. Nur bei meinem Anfall geht es von unten nach oben. Ah ja. Bis zu meinem Kehlkopf. Und wenn ich meinen Anfall kriege, dann versuche ich, den Anfall schon im Anfall zu verhindern, indem ich mir verkrampft an den Hals lang. Mhm. Aber da ist es schon zu spät und dann falle ich um. Mhm.
Wenn du dann aufwachst aus so einer Trance, aus so einem epileptischen Anfall, was denkst du dann in den ersten Sekunden? Wie ist dir zumute? In den allerersten Sekunden denke ich aufstehen. Aufstehen. Nur aufstehen. Mhm. Ich kriege so ein panikartiges Gefühl, dass ich querschnittsgelähmt bin und nie wieder aufstehen kann. Jedes Mal? Jedes Mal. Jedes Mal. Und es sind ja schon schlimme Dinge passiert, dass du das Bein gebrochen hast, wie du es gerade erzählt hast. Ja. Tastest du quasi immer erstmal den Körper ab, ob auch alles in Ordnung ist oder ob du dich verletzt hast dabei? Nee, das mache ich überhaupt nicht. Also daran denke ich ja gar nicht. Mein allererster Gedanke ist nur aufstehen und sonst gar nicht. Na, wenn mein Freund meistens zum Glück dabei ist, der es jetzt so lang aushält, beziehungsweise ausgehalten hat, ich wirklich dankbar bin. Wie lange seid ihr zusammen? Hat er mir auch geholfen und hilft mir dann auch immer auf. Verstehe. Das setzt er mich hin. Wie lange seid ihr zusammen? Jetzt schon seit 12 Jahren. Oh ja, das ist eine lange Zeit. Ja, aber es gab auch schon Krisen, wo ich ganz viele Anfälle an einem Tag gekriegt habe und wo er auch schon gesagt hat, ich will gehen. Das kann ich mir vorstellen, dass das natürlich auch belastend ist. Aber umso schöner, dass er bei dir geblieben ist und dass die Beziehung gehalten hat. Also, es passt ja wirklich zu unserem Thema, dass die Leute dann Angst haben, wenn sie so etwas sehen, was du gerade beschrieben hast. Ja. Und wiederum, du hast ja auch Angst, dass es passiert wahrscheinlich. Ne? Du lebst doch wahrscheinlich in permanenter Angst, dass jetzt wieder ein Anfall kommt, oder? Ja, natürlich. Mhm. So schlimm und vor allen Dingen kann ich nicht handeln. Ich kann nicht rechtzeitig ins Bett gehen. Mhm. Und wenn ich jetzt hier, wie zum Beispiel jetzt auf der Couch beziehungsweise auf der Eckbank in der Küche sitze und jetzt einen Anfall kriegen würde, dann weiß ich gar nicht, was los ist. Also ich stehe auf, unbewusst, renne irgendwo gegen und davor habe ich so eine Angst. Verstehe. Und dass ich mir wieder ein Loch ins Hirn hau, wieder ein Bein oder einen Arm breche. Und es ist echt, ich lebe, also, deutsch gesagt, wirklich panikartig. Du hast gesagt, dass du neu eingestellt worden bist. Dadurch hat es sich etwas reduziert. Ich wünsche dir von Herzen, dass sich das noch mehr reduziert und du angstfreier leben kannst und deine Umgebung auch ein bisschen angstfreier, obwohl die Leidtragende bist ja du und nicht die Umgebung. Ja, eben. Trotzdem vielen, vielen lieben Dank. Alles Gute, Sissi, von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Auch. Tschüss. Alles dann, tschüssi. Telefonnummer 0800 5678 111. Thema heute: Mann hat Angst vor mir. Martin. 23 Jahre, guten Morgen. Wie geht's? Gut. Und selbst? Ich musste einfach mal ein bisschen darüber sprechen. Sprich. Ja, gut. Also, wer hat Angst vor dir? Alle, die mich in meinem Freundeskreis im Großen und Ganzen kennen. Warum? Weil ich ein ziemlich imposanter und aufbrausender Mensch bin. Man sieht es mir nicht an. Also, wenn du mich sehen würdest, würdest du denken, der ist ein ganz netter, der... Wie siehst du aus? Bist du ein großer Kerl, ein kleiner, mittlerer? Ich bin ein durchschnittlicher Mensch. Ich bin 1,85, ein bisschen kräftig gebaut, mache ein bisschen Fitness, wie jeder andere auch, denke ich mal. Ja. Aber so vom Innerlichen her... Also ein Choleriker. Kann man sagen? Kann man sagen. Wenn du, was heißt das genau? Wie reagierst du, wenn du in so eine cholerische Wallung kommst? Ich beschreibe dir das mal beispielsweise. Ich bin jetzt in der U-Bahn. Mhm. Ist schon ziemlich oft vorgekommen. In der Bahn gucken mich dann irgendwelche Vögel dann so ganz komisch an. Mhm. Und steige ich dann aus und die steigen auch aus und labern dann, also reden dann hinter mir und ich höre das dann immer, guck immer die oder das oder so oder was, ne? Mhm. Da bin ich dann, da sammelt sich dann so viel, weiß ich nicht, negative Kraft in mir, da flippe ich dann immer aus. Ich höre das ja so oft, von wegen, da gucken Leute mich an, die machen mich an durchs Angucken. Es ist ja, nee, das ist ja nicht, es geht ja jetzt nicht insbesondere ums Angucken, darauf will ich ja nicht angucken. Ja, aber die reden irgendwas, ne? Ja, wenn die über, du musst dir vorstellen, du stehst in der Bahn und... Ja gut, aber wenn du sagst, du bist eigentlich ein ganz normal aussehender Mann, was reden die über dich? Oder? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich so einen Blick an mich, dass ich, wenn ich ihn zurückgucke, dass es denn provoziert oder wie, ne, und... Also ich will darauf hinaus, dass ich solche Situationen überhaupt nicht kenne. Und alle Leute, die gewalttätig sind, erzählen mir immer von solchen Situationen. Ah, da bin ich angemacht worden und mit Blicken und mit, man hat über mich geredet und so weiter. Ist mir so fremd. Aber egal. Erzähl mal weiter, was dann passiert, wenn die Leute über dich gesprochen haben. Ja, dann frage ich eben halt, ich bin dann so ein Mensch, auch wenn da 3 stehen oder 5, dann gehe ich da hin und frage, was sie für ein Problem mit mir haben. Mhm. Dann heißt es ja, ey, was beispielsweise hier, ich komme jetzt aus Hamburg, ne? Mhm. Es ist so ein Slang, so, ey Dicker, hast du ein Problem? Ja. Denn da rede ich schon gar nicht mehr mit, denn dann gibt es gleich eine Kopfnuss.
Aha. Und also ich schnapp mir dann immer den größten aus der Reihe, weil dann haben die anderen beiden immer Angst bei Spielen. Und gehst volle Kanne ran? Na, immer. Immer. Das heißt, es gibt dann richtige Schlägereien. Ja, ich habe schon immer gut was abgekriegt. Ich habe sogar einmal mit einem Totschläger einen auf den Hinterkopf gekriegt. Mhm. Also du hast nicht nur ausgeteilt, du hast auch bei solchen Aktionen schon kräftig eingesteckt. Also, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie oft gab es denn sowas schon? Oh, also, ziemlich oft. Also ich habe mich viel geschlagen in meinem Leben. Martin, ich weiß nicht, woher das Martin, kommt. Das liegt an dir. Meinst du? Ja, hundertprozentig. Wenn du jetzt gesagt hast, das ist dreimal in deinem Leben vorgekommen, dann hätte ich gedacht, naja, okay, kann ja vielleicht passieren. Aber wenn du sagst, das ist ganz oft vorgekommen, das gibt es nicht, dann bist du auch mit Schuld daran. Schuld daran zum Beispiel insofern, dass du dann auf die Leute zugehst und dich überhaupt auf so eine Rangelei einlässt. Du könntest ja ganz cool reagieren und die völlig ignorieren und weitergehen und denken, komm, leck mich. Weißt du? Tust du aber nicht. Du gehst hin und pusht das Ganze dann noch höher. Sagst ja selbst auch. Es ist schon richtig. Erzähl doch mal, du hast mit dem Totschläger einen über den Kopf bekommen. Ja. Wie schwer warst du verletzt? Ich glaube, eine Dreiviertelstunde lang bewusstlos. Mhm. Bin erst im Krankenhaus wieder aufgewacht. Irgendwas gebrochen an der Schädeldecke, oder? Ja, na klar, da war was abgesplittert. Mhm. Ne, so ein minimaler Riss war da nur, aber das haben die, wieder verklebt. Mhm. Also neu Porzellan oder was weiß ich, was da jetzt drin ist. Ja. Auf jeden Fall war ich ziemlich schwer verletzt. Ich musste auch 5 Wochen im Krankenhaus bleiben. 5 Wochen im Krankenhaus? Das ja, weil schon... die hatten Angst, dass da irgendwie noch eine Gehirnblutung kommt. Aber also das macht mir deutlich, dass es schon eine schwere Verletzung war. Wie schwer hast du denn schon mal jemanden verletzt? Ziemlich schwer. Also die eine Sache war schon heftig. Das war auf einer Feier vor 3 Monaten gerade erst. Mhm. Auf so einer jugoslawischen Feier. Ich bin halb Kroate. Mhm. Ich war da und irgendwie kam es denn dazu, dass ich mit irgend so einem Herrn da eine ziemlich große Auseinandersetzung ein. Ich muss dazu sagen, das war eine jugoslawische Feier und Jugoslawen sind im Großen und Ganzen, wenn sie betrunken sind, ziemlich aggressiv. Mhm. Das ist so, das ist Mentalität, ich kann das schlecht erklären. Mhm. So war dann da, hab mich dann mit denen in der Wolle gekriegt, weil er hat mich immer angerempelt und so. Mhm. Und war dann nachher so sauer, dass ihn so, kennst du diese ganz großen, für die großen Tische, diese Aschenbecher, diese aus Glas? Ja, ja, klar, klar. Mhm. Na, so einen habe ich ihn genommen und voll über Rübe gezogen. Mhm. Ja, und die ganze Seite war auf und ach, hör bloß auf und ich weiß auch nicht so recht. Und so, und der landete natürlich wahrscheinlich auch im Krankenhaus und hat einige Zeit im Krankenhaus verbracht, oder? Ja, ich schätze es mal, ne? Hast du eine Anzeige bekommen? Ja, klar. Wie viele Anzeigen überhaupt hast du schon bekommen wegen Gewalttätigkeiten? Das ist das Tolle, ich habe erst 2. Erst 2? Und was ist aus den Anzeigen geworden? Welche Verurteilungen gab es? Also hier in Hamburg, muss ich dazu sagen, ist die Rechtsprechung eigentlich immer ziemlich günstig für den Beklagten. Aha, wahrscheinlich nicht mehr lange, das war früher so. Bitte? Wahrscheinlich nicht mehr so lange unter der neuen Regierung, war früher so. Ich glaube mal ganz ehrlich, ne? Also dieser Chili da oder Schöder, wie er heißen mag, der Mr. Koks-Patient hier. Ja, es ist nichts bewiesen. Es ist, es ist ja nur eine Vermutung. Ja, nee, die Vermutung ist dann auch widerlegt durch die Haarprobe, ne? Das wollen wir jetzt mal ganz klar sagen. Na gut, alles klar, Entschuldigung. Aber auf jeden Fall finde ich erstens durch diese neue Regierung, ne, es hat sich nichts geändert hier in Hamburg. Er hat Sachen versprochen, die er nicht gehalten hat. Gut, ich verstehe auch, dass man in 100 Tagen nicht hier ganz Hamburg auf den Kopf stellen kann. Aber lass uns über die Politik reden, obwohl das ein interessantes Thema ist. Aber Klartext, du hast noch keine großartigen Verurteilungen gehabt. Nein. Was war denn das? Du bist zweimal angeklagt gewesen. Was ist ja, also was bist du? War das mit 17? Hm? Da hatten wir eine Schlägerei und das ist wieder auch so ein Ding, was mit dem Recht zusammenhängt. Muss dir vorstellen, wir waren auf dem Rave, wir waren auf dem G-Move hier in Hamburg, fahren, also ich und meine Freundin und dessen Bruder, steigen aus der Bahn aus, gehen praktisch zum Ausgang und währenddessen fliegt der Bruder von meiner Freundin an mir vorbei. Mhm. Ich drehe mich um, da stehen da 7 Leute, die auf uns losgegangen sind. Oh, ich weiß nicht, was da los war. Die haben einfach auf uns eingeschlagen. Also eine Riesen-Eie. Zu was bist du verurteilt worden? Ja, ich bin verurteilt worden auf 1700 D-Mark, Schmerzensgeld, plus, was waren das, 20 Stunden im Altersheim fegen oder was war das? Ja, genau. Und das zweite Mal, zu was bist du da verurteilt worden? Ja, auch nur eine Geldstrafe von 1300 D-Mark. Mhm. Hast du die bezahlt, beide Geldstrafen? Ja, wenn ich das nicht tue, gehe ich ins Gefängnis. Ja, man kann ja mal fragen, ich weiß nicht, was für Tricks hier noch so drauf hat. Martin, findest du das okay, wie du bist?
Ich habe am Anfang so ein bisschen rausgehört, dass du dich auch selbstkritisch siehst. Ist das richtig? Ein bisschen. Also ich versuche dann immer da das aus der anderen Situation zu sehen, praktisch im umgekehrten Sinne. Dass ich jetzt derjenige bin, der da redet, auch wenn er vielleicht nicht schlecht redet. Ich kann das schlecht erklären. Habe ich das zwar nicht verstanden, aber... Ich versuche immer, das aus der Perspektive des anderen zu sehen. Ja. Wie das jetzt rüberkommen müsste. Ja, es kommt ziemlich beschissen rüber, wenn du direkt draufschlägst. Ja. Nein, gut, aber, erstmal ist es ja wichtig, wie die Person denn ja auch antwortet. Ne? Weil wenn einer dann sagt, du pass auf, ich habe mit dir gar kein Problem. Martin, ich habe es gerade zu Benny auch schon gesagt, dem Punker. Ich unterstelle mal, dass 90% der Konflikte, in denen ihr seid, in denen du bist, dass die mit Worten oder durch Schweigen, durch völliges Ignorieren gelöst werden könnten oder dass die gar nicht erst entfachen. Ganz ehrlich, Domian, ich habe das ausprobiert. Mhm. Ich habe das wirklich ausprobiert, einfach ruhig zu sein, nichts zu sagen. Mhm. Gehen. Nicht zu sagen, in dem Sinne, ich ignoriere sie einfach. Ja. Und ich bin einfach weitergegangen. Ja. Das Problem hier in Hamburg ist, die Leute, die lassen dich dann nicht in Ruhe, die laufen hinter dir her, das ist kein Spruch. Mhm. Ne? Mhm. Und was willst du denn, wo willst du denn noch ausweichen? Gut. Du hast gar keine Ausweichmöglichkeit. Ich gebe zu, sowas gibt es auch. Aber du musst sicher auch zugeben, dass du, wenn du ein bisschen cooler drauf wärst und öfters mal ignorieren würdest, dass du einigen Dingen aus dem Weg gehen könntest, einigen Schlägereien. Das wäre wahrscheinlich... So. Ich sag mal, du würdest bestimmt recht haben. Ja, und das ist auch eigentlich ein ganz gutes Trainingsvorhaben für dich, dieses zu tun. Weil letztendlich ist es primitiv und es ist assi, diese Schlägerei und Schlagerei. Das ist wohl wahr. Ja, und es wirkt einfach scheiße nach außen. Und wenn du mal Kinder hast, irgendwann wirst du kein gutes Vorbild, wenn die rauskriegen, dass der Alte sich immer nur rumgeprügelt hat. Ja, ist so, ne? Ja, hast du wohl recht. Aber ich wollte noch ganz kurz was dazu sagen, ne? Es ist einfach so, ich wollte es noch ganz kurz erklären. Wenn du ein Gefühl im Bauch hast, ja, wenn da irgendeine Person vor dir steht, die praktisch schon darauf wartet, dass du da irgendwas sagst, ne, und dann nichts machst, weil dann kommen sie erst recht. Mhm. Das mhm. ist wirklich so. Dann merken sie, aha, der Typ hat Schiss, jetzt können wir den. Man kann es nicht so ganz einfach formulieren, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, im Prinzip sind wir uns einig und verstehen uns gegenseitig. Ja, natürlich. Ja. Schöne Grüße nach Hamburg. Alles klar, danke. Tschüss, Martin. Jo. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht es weiter. Ich frage meine Regie mit Ines. Und die ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Ines. Auch eine Frau, vor der man Angst haben sollte? Ja, aber doch auf eine ganz andere Art und Weise Angst haben muss. Nein, muss eigentlich gar nicht. Aber die Menschen haben manchmal Angst vor mir, ja. Und zwar Angst, sich bei mir anzustecken, weil ich eine ganz fiese Hautkrankheit habe. Ach. Ja. Was für eine Krankheit hast du? Ja, das ist normalerweise fachmäßig Psoriasis. Das ist besser bekannt unter Schuppenflechte. Mhm. Die habe ich eigentlich so von meiner Pubertät an. Und da fing das ganze Problem eigentlich auch an. Also Schuppenflechte hat man ja vor Augen, eigentlich einen Hautausschlag bei den Menschen, der eigentlich sehr eklig aussieht. Richtig, genau. Der aber eigentlich ganz harmlos ist. Und man kann es anfassen und man wird wirklich nicht angesteckt davon. Nein, aber es sieht grausig aus. Ja, ne? Das sieht manchmal wirklich fies aus. Ich ekel mich manchmal vor mir selber, aber ich kann es nicht ändern. Wo hast du überall die Ausschläge? Eigentlich überall am ganzen Körper. Im Winter kann ich es gut verdecken. Klar, man trägt langärmelige Pullover und das dicke Jacken und man sieht es nicht so. Aber im Sommer, dann ist es dann doch schon zum Problem geworden, schon oft, ja. Wie sieht es im Gesicht aus? Ich habe eine Zeit lang im Gesicht was gehabt. Im Moment geht es. Seit ungefähr 2 Jahren ist es okay. Gott sei Dank, ne? Ja, natürlich, klar. Aber so am Körper im Sommer, es trifft einen doch schon ganz schön hart, ja. Wie bemerkst du das, dass die Leute Angst vor dir haben? Ja, ich habe ganz viele Situationen schon erlebt, dass viele sich dann in der Straßenbahn oder im Bus weggesetzt haben, wenn sie mich dann gesehen haben, wenn ich mal so ganz kräftige Schübe habe oder wenn ich zum Friseur gehe. Ich habe sie auch auf dem Kopf und dass Friseusen dann doch einen Schritt zurücktreten. Ne? Was haben sie denn da? Wie reagierst du dann? Das ist doch eine ganz peinliche und unangenehme Situation für dich auch. Ja. Früher habe ich ganz fies reagiert und ganz böse, zickig. Böse, genau, ganz giftig und ganz so in Abwehrstellung und habe mich dann einfach zurückgezogen. Und heute
versuche ich zu erklären. Mhm. Ich versuche einfach zu erklären. Weil ich habe auch zwei Was heißt Kinder. Erklären? Was heißt erklären? Heißt das, dass du sagst, es ist Schuppenflechte? Es ist nicht ansteckend. Es ist nicht ansteckend, das sagst du. Es sieht eklig aus, aber es ist nicht ansteckend. Richtig, genau. Mhm. Genau. Ich muss damit leben. Ich selber komme da nicht mit klar. Mhm. In manchen Tagen ist es okay und manche Tage könnte ich natürlich dann verzweifeln, aber dann komme ich dann auch mit dem Spruch, was soll ich tun? Soll ich von der Brücke springen? Deswegen? Ja. Nee, warum? Du hast es am Anfang gesagt, ich habe das akustisch nicht ganz mitbekommen. Seit wann hast du das? Ich habe es seit der Pubertät. Seit der Pubertät? Da ist es ausgebrochen. Ist eigentlich normalerweise auch üblich für diese Krankheit. Mhm. In der Pubertät, da ist diese Hormonumstellung. Hormonumstellung hat ganz viel damit zu tun. Die Psyche hat damit zu tun. Und das ist ja, glaube ich, der super Horror, ne? Wenn man in die Pubertät kommt als junges Mädel und kriegt dann so eine Krankheit, dann kann man sich ja alles abschminken an Liebesgeschichten und Jungs und all so diese ganzen. Genau, ja. So war es auch. Das heißt, genau. du hast eigentlich dann eine ganz einsame Jugend verlebt. Ja, habe ich doch, das war es schon so. Ja, bis ich dann jemanden kennengelernt habe, mit dem ich auch heute wieder also noch zusammen bin und auch verheiratet bin, der ganz, 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 ganz viel Verständnis und ganz liebevoll damit umgeht. Ist das dein erster Mann überhaupt? Nee, das nicht. Das war eigentlich der dritte. Aber die ersten beiden hatte ich, bevor es überhaupt so richtig ausgebrochen ist. Das stelle ich mir wirklich ausgesprochen schwierig vor. Wenn man dann einen Freund gefunden hat und man merkt, das ist schon ein sehr netter Typ und er akzeptiert einen so, wie man ist. Aber dennoch, dann gibt es irgendwann diese erste intime Situation, dass man nackt im Bett liegt miteinander. Du sprichst das ganz genau an, ja. Ich habe auch heute noch, es gibt so Phasen, das ist immer so eine, so diese Krankheit ist immer so phasenbedingt. Es gibt so Monate, da ist es ganz, ganz wenig und dann gibt es Monate, da ist es ganz extrem. Ich hatte zum Beispiel nur mal so in der Schwangerschaft, da ist diese Hormonumstellung ganz extrem, da habe ich ungefähr 70% von meinem Körper befallen gehabt. Mhm. Und ich durfte keinerlei Medikamente nehmen durch die Schwangerschaft, eben wegen der Schwangerschaft. Also es sah ganz schlimm aus während der Schwangerschaft. Das war ganz schrecklich und ich habe mich keinem Menschenseele zeigen dürfen oder wollen können. Lass mich aber nochmal fragen, wo ich gerade darauf hinaus wollte. Ja. Das erste Mal damals mit deinem jetzigen Partner. Ja. Du hast gemerkt, der ist sehr, sehr freundlich und akzeptiert dich auch. Aber hast du dich nicht dennoch irrsinnig geschämt und hast Angst gehabt vor der Berührung? Und ja, ich habe die Hände dann, wenn sie dann irgendwie an meinem Körper dann gelandet sind, seine Hände dann immer wieder weggestoßen. Mhm. Ich habe immer wieder weggestoßen, bis er mir immer wieder klar gemacht hat, es macht mir nichts. Lass mich doch einfach mal, lass mich doch mal fühlen. Ist doch egal, du fühlst dich halt so an und es ist auch gut so. Ist ich es mag denn, dich einfach so, wie du bist. Und wie ist es heute? Bist du heute ganz entspannt, wenn du mit ihm... Nein, ja, ich bin zwar entspannter als früher, aber noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Also er streichelt dich auch an den befallenen Hautstellen. Ja. Nimmst du ihm das ab, dass er das wirklich in dem Moment zärtlich meint? Oder denkst du, das macht er nur aus Nettigkeit, um mir einen guten Dienst zu erweisen? Nein, im Moment, also jetzt mittlerweile denke ich, er macht es wirklich, weil er mich wirklich liebt, weil er mich wirklich so nimmt. Aber es hat ganz, 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 ganz lange gedauert, bis das so war bei mir. Wie viele Jahre seid ihr verheiratet? Wir sind jetzt mittlerweile 12 Jahre verheiratet. 12 Jahre, eine lange Zeit. Und es ist ja interessant, dass du dann immer noch doch so eine Gebremstheit in dir hast, ne? Ja. Du hast Kinder. Ja, das Schlimmste ist immer mit meinem Großen im Moment. Wie groß ist der? Wie alt ist er? Der ist jetzt 9 Ach so. Und der fängt jetzt an, ganz, ganz viele Fragen zu stellen. Der kennt mich so, der weiß, dass ich so bin. Und der kennt mich auch nackt. Ich habe da keine Hemmungen. Ich gehe dann baden. Der kann auch reinkommen zwischendurch. Mhm. Wir baden auch gemeinsam. Aber so langsam kommen die Fragen. Mhm. Kriege ich das auch mal? Warum hast du das überhaupt, Mama? Mhm. So in diesem Alter ist das, dann fragen auch Schulfreunde, die mich kennen, aber warum hat deine Mutter das? Wichtig ist ja, dass zumindest die Kinder, du hast ein zweites Kind auch, sagst du? Ja, der ist 3 Jahre, der versteht es nicht so. Aber ist die Kinder eben, weil sie damit aufgewachsen sind, die haben da eben keine Angst vor? Nein. Auch nicht vor Ansteckung, so wie jetzt bezogen auf unser Thema die anderen Leute das Nein, haben. Nein, aber es ist schon es sind auch so Situationen, ich stehe an der Kasse in irgendeinem Laden, kaufe meine Lebensmittel ein und Kinder sind so naiv, was heißt naiv? Kinder sind nun mal eben Kinder und fragen, Mama, was hat die denn da? Da müssen sie mal die Eltern sehen, dann wie die reagieren. Mama ist die Tante. Ja, Mama ist die Tante da vorne ein Zombie, ne? Ja, oder so. So ungefähr. Ne? Also die lassen ihre Kinder erst gar nicht aussprechen. Ja, die gucken mich dann auch schon an und die Kinder reagieren. Dann Eltern oder Erwachsene trauen sich gar nicht. Die fragen nicht. Kinder fragen, was hast du denn da? Oder Mama, was hat die denn da? Ja, ne? Ja, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es sehr unangenehme Reaktionen für dich gibt, wenn du mal in eine Sauna oder in ein Schwimmbad gehst. Das gehe ich nicht.
Gehst du gar nicht? Nee. Weil die Leute dann Angst haben... Ich bin auch nicht Schwimmer bis heute, das liegt eben an meiner Krankheit. Ja. Denn da könnte ich mir gut vorstellen, dass die Leute Angst haben, oh, das kommt jetzt ins Wasser, irgendwie die Viren und wir infizieren uns am Wasser und die sollen gehen und sowas. Das würde ich gar nicht machen. Ich hatte auch in der Schulzeit eine Situation gehabt, da fehlte mal eine Mitschülerin von mir, weil sie irgendeinen Ausschlag hatte. Und gleich kam das Gerücht auf, Ines hat sie angesteckt. Und irgendwann nach Wochen hat sich herausgestellt, sie hat nur eine ganz blöde, popelige Allergie gegen Orangen gehabt irgendwie. Ja, aber so gerät man da leicht in Verdacht, dass man das auslöst. Es war immer so und ich denke mal, es wird auch immer so sein, weil ist nun mal, man wird ausgegrenzt, es ist so. Ist es eine Krankheit, du sagst, es wird immer so sein, ist es eine Krankheit, wo es absolut keine Heilungschancen gibt? Nein. Absolut nicht. Oder gibt es solche Phänomene der Spontanheilung, dass es plötzlich dann auch weg ist wieder? Heilung gibt es gar nicht. Es gibt nur Linderung. Ich habe auch Phasen gehabt, wo ich 2 Jahre wirklich beschwerdefrei war. Komplett beschwerdefrei. 2 Jahre komplett beschwerdefrei? Ja. Das muss ein Paradies für dich gewesen sein. Ja, aber hallo. Ja. Aber dann guckt man sich da wahrscheinlich mit der Lupe immer zu an, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kommt nicht was Neues. Ja, ne? Es kommt so schnell. Es kommt so schnell, das kann man gar nicht bemerken. Irgendwie schon über Nacht, das geht ganz schnell. Das merkt man, man fängt an wieder sich zu jucken und schon ist es da. Welche Teile des Körpers sind denn, wenn, am meisten befallen? Welche Partien? Die Beine. Geht das halt auch so in den Po rein und ins Geschlechtsteil oder ans Geschlechtsteil? Nee, das eigentlich nicht. Gott sei Dank. Es sind wirklich die Beine und die Oberarme, das so, dass ich im Sommer auch ganz selten T-Shirts trage. Ne? Nun weiß man ja so im Volkswissen auch, dass das so sehr juckt. Was machst du dagegen, gegen das Jucken? Cremen. Ja. Ja, das, was die Ärzte einem geben, aber helfen tut es nicht so richtig. So richtig nicht. Also du bist ein gebranntes Kind in der Richtung, dass die Leute wirklich abschrecken vor dir oder abgeschreckt sind immer wieder, wenn sie dich sehen. Aber insofern war das Gespräch auch nochmal, glaube ich, sehr informativ für alle Leute, die davon nicht so viel wissen. Es ist nicht ansteckend, ne? Nein, ist es 3 nicht. Dicke Ausrufungszeichen dahinter. Ja. Ne? Ja. Genau. Ines, danke für deinen Anruf und alles Gute. Danke auch. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 1.36 Uhr und 45 Sekunden. Kleine Pause. Nur 37, 27 Sekunden, Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, Mann hat Angst vor mir. Wer hat vor euch Angst und aus welchen Gründen? Das können die unterschiedlichsten Gründe ja sein, wie wir gerade gehört haben. Ich dachte übrigens gerade bei Ines, als sie sagte, das ist ein ganz, ganz anderer Grund, ich bin nicht gewalttätig. Ich dachte im ersten Moment, sie ist vielleicht eine Hexe, kann ja auch sein. Und die Leute haben deshalb Angst vor ihr oder wenn man vielleicht solche Gaben hat. Das wäre sicher auch noch ein Beispiel. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Jetzt begrüße ich herzlich Henning und Henning ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Henning. Hallo Domian. Ja. Na? Schön, dass du da bist. Ja, ich finde es auch gut, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Du wirkst ganz friedlich. Ich bin eigentlich auch ein ganz friedlicher. Warum haben Leute Angst vor dir? Ja, also, wie gesagt, sind nicht die Männer eigentlich, die Angst vor mir haben, sondern eher die Frauen. So, warum haben die Frauen Angst vor dir? Weil du so ein großer Verführer bist, oder was? Könnte man nach außen eigentlich schon meinen, so. Aha. Weil ich bin eigentlich ein Typ, der eigentlich ganz gut aussieht und so. Aha. Und auf Frauen auch ganz gut wirkt, aber... Henning, geh mal noch ein bisschen näher an den Telefonhörer. Ja. Ich will dich ganz nah an mir haben. Ist es so besser? Ja, so ist viel besser. Gut. Ja, also wie gesagt, das liegt halt an meinem Geschlechtsteil. An deinem Geschlechtsteil? Ja. Weil es zu groß ist. Es ist ein bisschen zu groß gewachsen, ja, das stimmt. Was heißt denn ein bisschen? Wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt in der Redaktion. Also ich weiß das alles nicht. Insofern, ach so, es ist halt eine Länge von 25 Zentimetern im unirrigierten Zustand. Im unirrigierten Zustand? Ja. Du lieber Himmel. Ja. Da kann man sich ja denken, was daraus wird, wenn es dann irrigiert ist. Ich denke es mir gerade und
möchte dich fragen, was daraus wird, wenn es irrigiert ist. Ja, also man kann ungefähr dann noch 10 cm mal draufrechnen. 35 cm? Ja. 35 cm, Henning? Ja. Das hier, guckst du Fernsehen? Ich guck Fernsehen, ja. Für die Radiozuhörer, ich halte hier gerade ein DIN A4 Blatt hin. Das sind 30 cm. Ja. Dann machen wir noch 5 cm dran. So groß? Das kommt hin. Wie groß bist du denn sonst? Bist du aus einem Hü, ne? Also ich bin 1,90 groß. Naja, ist auch nicht so. Naja, 35 cm irrigierter, ja, Penis. Das ist mein Problem. Ja, unglaublich. Ja. Da gehen die Frauen alle laufen, oder wie? Die gehen mehr alle laufen, ja. Das ist das Problem. Wie gesagt, weil eigentlich wirklich auf Frauen eigentlich ganz gut so. Beschreib mal so die Situation, wenn du meinetwegen One-Night-Stand-mäßig jemanden abgeschleppt hast. Wie läuft das dann? Ja, es ist halt so, zum Beispiel, also ich komme aus einem kleinen Ort, da haben wir so eine Großraumdisco. Mhm. Naja, und da gehen wir am Wochenende mal alle hin so. Und wie gesagt, wir trinken auch einiges zusammen und dann wirke ich eigentlich ganz gut auf Frauen und habe auch oft einen Flirt so. Mhm. Und ab und zu kommt es halt auch mal vor, dass ich dann mit ihr nach Hause gehe. Mhm. Naja, und ich sag mal, spätestens im Bett, wenn es dann zur Sache gehen soll, ist es dann vorbei. Ja, wie geht das bei dir zur Sache? Aus Scheu, machst du es nur im Dunkeln oder lässt du lange die Unterhose an oder nur unter der Bettdecke oder wie? Hast du da schon so Vorsichtsmaßnahmen? Ja, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der es gleich so, sag ich mal, die Klamotten vom Leib reißt. So. Mhm. Ich warte halt immer so ein bisschen. Mhm. Nur ich meine, irgendwann kommt es halt dazu und dann, man merkt es ja auch, wenn sie, sag ich jetzt mal, fühlt so, dann merkt man ja auch schon, was man in der Hand hat so. So, wenn die Mädels anfangen zu fühlen, ja, und du bist schon gut in Fahrt, ja, was machen die Mädels dann? Es ist halt meistens irgendwie, ja, wie soll man das sagen, ich merke halt irgendwie, dass auf einmal so ein Schreck kommt von ihnen. So. Die zucken so ein bisschen zurück. Genau. Nach dem Motto, ist das echt, was ich da fühle? Genau, ist das wirklich das so? Ja. Und dann gucken sie irgendwann hin? Die gucken dann, ja, ich meine, es ist ja meistens dunkel so und es ist jetzt auch nicht so, dass sie auf einmal das Licht anschalten oder so. Also das war gerade auch meine Frage. Ist das so, dass du es meistens dann, wenn es soweit kommt, auch im Dunkeln erstmal anfängst? Ja, auf jeden Fall. Aus Charme? Ja, wahrscheinlich einerseits aus Charme und ich meine, eigentlich ist es ja auch so, dass es im Dunkeln eigentlich meistens passiert so. Ja, die meisten mögen es ja gern, wenn man ein bisschen was, das Auge will ja auch mitessen, ne, sagt man ja so. Ja gut, aber ich sag mal, bei so einem One-Night-Stand und dann beide ein bisschen was getrunken und so und dann gut, landet man irgendwann so in der Kiste, dann ist es ja meistens doch. Gut, also wir waren jetzt bei der Phase, sie hat getastet, ja, ist erstmal etwas geschockt, genau, und will dann gucken. Oder? Wie geht das dann weiter? Also meistens ist es nicht so weit, dass sie sagen, jetzt Licht an und ich gucke jetzt so, sondern es ist echt dann schon so, dass sie irgendwie so eine Art Angstzustand kriegen, schon fast. Und dann irgendwie das abbrechen oder schon nicht mehr wollen auf jeden Fall. Also nicht so wirklich. Ist das so, dass dann die Frauen, oder hast du die Erfahrung gemacht, dass die dann aus deinem warmen Bett auch abhauen noch? Ja, man sagt einem ja nicht so, also man macht jetzt nicht, oh Gott, und steigt aus und geht weg so. Das kommt halt so Schritt für Schritt dann. Mhm. Hast du denn schon mal, 25 Jahre bist du alt, sagte ich? Ja. Hast du eine Beziehung schon mal gehabt? Ich hatte schon mal eine Beziehung, aber das ist jetzt schon ungefähr 2,5 Jahre her. Ja. Und wie lange dauerte die? Die dauerte ungefähr ein Jahr lang. Immerhin. Und das Mädel ist damit klargekommen? Die ist damit klar. Also die hat da eigentlich überhaupt keine Probleme mit gehabt. Aber wenn eine Frau relativ normal gebaut ist und du einen Penis von 35 cm hinlegst, kannst du doch nie im Leben richtig normal entspannt mit der schlafen. Nein, das konnte ich auch damals schon nicht mit ihr. Und, das ist ja Akrobatik, die du da leisten musst, ne? Dass du ihr nicht wehtust. Genau, man muss wirklich vorsichtig sein. Und es war auch bei ihr damals so, dass sie oft gesagt hat, dass sie auch Schmerzen dabei empfindet. So. Mhm. Heißt das denn für dich auch, dass du eigentlich so eine richtig entspannte Sexualität, wo du dich gehen lassen kannst, eigentlich noch nie erlebt hast? Nee, habe ich bis jetzt noch nicht, nein. Mhm. So, ein Jahr eine Beziehung gehabt, da hat es gut geklappt. Und vorher und jetzt nachher, kann man sagen, oder ist das übertrieben, eigentlich nur Frust erlebt, deshalb? Ja, also ich hatte damals, also ganz früher so, als ich so in der Pubertät, also sag ich mal zwischen 16 und 18 hatte ich noch mal eine Freundin, aber da war noch gar nichts, da ist noch gar nichts gelaufen, das lief eigentlich auch ganz gut so, halt auf dieser Basis Freundschaft, sag ich mal so. Ja, aber nichts mit Sex? Nee, da war noch nicht wirklich was mit Sex. Das war halt diese Beziehung, die ich vor 2,5 Jahren hatte, war halt das erste Mal, dass wirklich auch mit Sex dann was gewesen ist. Ach so. Und danach jetzt, nach dieser Beziehung, hast du einige Versuche schon unternommen, wieder mit Frauen mal zu schlafen und das ist immer in die Hose gegangen. Wie gesagt, das hat dann meistens beim ersten zusammen im Bett sein, ist dran gescheitert. So. Ist das so ein
so frustrierend für dich, dass du da über die verrücktesten Dinge schon nachgedacht hast, von wegen Verkleinerung oder so? Ich habe schon drüber nachgedacht, ja. Mhm. Aber ich sag dir, mach's nicht. Es ist medizinisch noch lange, lange nicht ausgereift, sowas zu machen. Ja. Und ich glaube, du würdest dich sehr, sehr ärgern. Ja gut. Also Henning, werde doch schwul. Du bist der Topstar in der Schwulenszene. Ja gut, das stimmt schon, aber... Was meinst du, wie die Jungs hinter dir herlaufen? Aber ich stehe nur mal auf Frauen, also. Ja, da kann man nichts machen. Aber nein, kann man nichts machen. Nein, wirklich nicht. Ja, das ist natürlich ein Problem, womit du eigentlich leben musst, womit du alt wirst, ne? Ja, und ich hoffe ja immer noch, dass ich mal wieder jemanden treffe, so wie meine letzte Freundin, ja, die damit irgendwie klarkommt. Ja. Und ich meine, ich habe auch schon oft, ich gucke mir auch manchmal Pornofilme an, so. Mhm. Und da sieht man ja auch öfters Männer mit, sag ich mal jetzt... Ja, so groß ja kaum, ne? Ja, aber es ist auch schon relativ, also ich denke mal, es gibt immer noch... Bist du schon auf die verwegene Idee gekommen, eventuell Karriere in diesem Bereich zu machen? Nee, also nee, jetzt eigentlich noch nicht. War jetzt auch nicht so ganz ernst gemeint. Nee. Will ich dir auch nicht raten. Nee. Was machst denn du vom Beruf? Ich bin im Moment Automobilschlosser. Mhm. Hab da meine Ausbildung gemacht. Mhm. Und bin jetzt übernommen worden von der Firma und arbeite jetzt schon als Geselle. Aber interessant ist das ja schon. Ich sagte gerade, das ist so ein bisschen scherzhaft, werde schwul und da bist du der Superstar. Ja. Dass so in dieser Sexualität das hoch angesehen ist und sehr begehrt wird und offensichtlich bei den Frauen auf so eine eher Abneigung stößt. Ne? Ja. Das ist schon sehr kurios. Und es ist ja auch das Problem, sag ich mal, wie gesagt, dass ich vom Äußerlichen her so in der Disco und so auf Frauen gut wirke. Mhm, mh. Also hat sich das nicht bei euch, da du sagst, du wohnst auf einem relativ kleinen Dorf, ja, nicht bei der Damenwelt schon rumgesprochen, wie du ausgestattet bist? Ja, das ist nämlich noch das Problem. Es spricht sich langsam rum, weil es ist halt nicht so groß und viele kennen sich untereinander. Mhm. Und natürlich reden die Mädchen auch über sowas. Mhm. Und ich habe dann auch schon öfters mal erlebt, sodass dann gleich von Anfang an Abneigung da ist. Und wie ist es so mit Freunden? Reagieren die Männer eher neidisch darauf, wenn sie es mitbekommen, vielleicht irgendwie beim Sport oder so, oder wenn du es erzählst? Ja, also da kann man von Neid eigentlich schon nicht mehr reden. Das ist eigentlich auch nur noch so ein, ich mache mich über dich lustig. Also also die gucken dich an wie ein Monstrum irgendwie, ne? Ja, Monstrum will ich jetzt nicht sagen, aber, es wird gekichert auf jeden Fall. So, in der Richtung, ja. Ja, Henning, was wünsche ich dir, Mensch? Ich wünsche eine Frau, die scharf ist auf deinen großen Penis. Ja, ne? Und die damit, ich mir auch. Ja, und die damit umgehen kann und die da auch keine Angst davor hat, ne? Wie die meisten Frauen. Ich hoffe, du findest eine. Ich hoffe es auch. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ne? Henning. Jo. Peter, 42 Jahre, guten Morgen. Morgen. Was höre ich da? Wo bist du? Bitte? Bist du auf einem Gleis oder so? Naja, ich hatte nur das Radio noch gerade an. Es hört sich an, als würdest du neben einer Bundesbahnbrücke stehen oder sowas. Nein, ich bin mit dem Sattelzug unterwegs. Ah, also doch draußen irgendwo. Ja, ja. Aber du fährst nicht hoffentlich im Moment. Im Moment stehe ich jetzt. Und dreh doch mal die Scheiben hoch, dann ist es nicht so laut. Es ist tierisch laut. Also wir versuchen mal ein Gespräch, Peter. Klar. Man hat Angst vor mir, heißt das Thema. Warum hat man Angst vor dir? Ja, Angst will ich nicht direkt sagen, aber ich denke mal, dass man mittlerweile mehr Respekt vor mir hat. Warum? Wie du gerade sicher gehört hast, bin ich mit dem Sattelzug unterwegs. Du hast es gesagt, ja. Ja. So, und ich weiß nicht, vielleicht kennst du die Situation auch, dass so PKW-Gelumpe da so vor dir her eiert. Verstehst du? PKW-Gelumpe? Ja, klar. Aber also du meinst, die fahren zu langsam? Ja, sicher. Und ich sitze im PKW und denke, mein Gott, warum rast denn der LKW-Fahrer so hinter mir? Ja, genau, ganz genau. So sieht das aus. Ja. So. Die sehen aber dann nicht, dass die da nur mit, was weiß ich, da 50, 60, 70 da am Rumeiern sind. Mhm. Eine 3-4-spurige Autobahn. Mhm. So, und wenn man dann überholt, dann sind wir noch die Dummen. Mhm. Mhm. Ja? Ja. So. Also mache ich denen dann mal ein bisschen Licht in die Bude, ja, dass die mal wieder wach werden, die Jungs. Ja. Oh. Und dann zeigen sie dir noch den Stinkefinger oder rufen dich an oder wollen dir die Fahrbahn schneiden. Mhm. Und dann sind die bei mir an der richtigen Adresse. Was machst du denn dann? Dann gehe ich da mit in die Sache rein und dann verschaffe ich mir wieder Respekt. Das heißt, du drängst die irgendwie ab oder weg oder wie? Ich puste die so ein bisschen auf die Seite, ja. Du pustest die auf den Seitenstreifen gar? Ja, auf den Seitenstreifen will ich nicht direkt sagen. Aber die halten dann schon wieder gebührenden Abstand oder geben halt eben Gas, wie es sich gehört. Also du gehst schon sehr nah an das Auto ran. So bis auf 5 bis 10 Metern gehe ich da dran. Ja, 5 bis 10 Meter ist ja nicht, das ist ja weit weg.
Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, so ein 40-Tonner, der bremst nicht so auf 20 Meter. Ja, das stimmt. Ja, hast du recht. So, hast recht. Und auch wir sind gehalten mit Sicherheitsabständen und dergleichen. Absolut, ja, ja. Auf jeden Fall, du gehst so nah dran, dass die in Angst und Schrecken versetzt werden. Teilweise haben die richtig die Tränen in den Augen stehen, ja. Aber das kannst du doch gar nicht sehen, wenn du oben in deinem LKW sitzt. Oh, ich mach denen ja Licht in der Bude und dann sieht man das schon. Das sieht man, das kannst du sehen von hinten an, von oben so. Ja, klar. Ja. Ich sitze ja ein paar Meter höher als die da unten. Hast du deshalb schon mal Ärger bekommen, dass dich jemand angezeigt hat? Nein. Nein. Kann aber passieren, ne? Klar. Kann ja auch passieren, dass durch so ein Manöver mal ein schlimmer Unfall passiert. Kann passieren, ja. Und das nimmst du in Kauf, das Risiko? Nicht unbedingt. Ja, aber du tust es doch. Es lässt sich ja auch nicht immer vermeiden. Ja, doch dieses Manöver lässt sich eigentlich immer vermeiden. Das musst du ja nicht machen. Man lässt mir ja mitunter keine andere Wahl. Ja gut, aber dann müsstest du einfach nur ein bisschen langsamer fahren. Ist es das nicht wert, um einen Unfall eventuell zu verhindern? Ja, aber guck doch mal. Wenn ein Unfall passiert, wer ist es denn immer schuld? Immer. Immer sind wir es schuld. Es wird nicht dann mal gesagt, ja pass mal auf. PKW, der ist ja auch vor dem reingezogen und ist in die Eisen gestiegen. Gut, darüber wollen wir nicht diskutieren. Aber die Tatsache, dass du es machst, nur weil du Wut hast, ist eigentlich nicht in Ordnung, Peter. Du riskierst einen Unfall, du riskierst die Gesundheit der Leute, die in dem PKW sitzen, vielleicht auch sogar deine eigene. Und wer weiß, was passieren könnte, es könnte auch ein Mensch sterben dabei. Das ist richtig. Also insofern ist es nicht in Ordnung, was du machst. Auch das sehe ich ein, ja. Ja. Aber ich kann schon verstehen, dass die Leute natürlich infolgedessen Angst vor dir haben, wenn du in deinem Riesenaufsteher da sitzt und solche Spiränzchen da machst. Ja gut, die Spiränzchen fange ich ja nicht an. Egal, du darfst aber nicht mitmachen, weil du Risiko... Also du bist ja Fachmann in Sachen Straßenverkehr und du wirst schon oft genug die schlimmsten Unfälle gesehen haben. Und deshalb verlange ich eigentlich auch von jemandem, von einem Profi, wie du es bist, dass er überhaupt kein Risiko eingeht, dass ein Unfall passieren kann. Ja, aber... Nee, kein Aber. Ja, kein Aber. Sicher. Ja. Gut, Peter, ich glaube, wir müssen mal aufhören, weil mir brummt das so sehr im Ohr. Es ist so laut bei dir. Mhm. Ich hoffe, dass du nicht solche Manöver machst mehr und dass natürlich keine Unfälle passieren. Ich sag mal, dass keine Unfälle passieren, wünsche ich mir auch. Das ja. ist ganz klar. Das ist klar. Alles Gute. Ja. Jo. Wiederhören. Tschö, Domian. Jo. Oh, das war aber laut. Vielleicht habt ihr es gar nicht so laut empfunden, aber auf meinem Kopfhörer hörte ich dieses Brummen doch extrem. Doreen ist jetzt am Telefon. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Doreen, 25 Jahre alt. Richtig. Ich hoffe, nicht eine schlagende Frau, oder? Um Gottes Willen, nein, Gottes keine Willen. Gewalt. Keine Gewalt, aber dennoch Angst. Dennoch Angst, ja. Also ich habe keine Angst. Also ich habe das Problem, dass viele Frauen, die ich kennengelernt habe oder die ich schon kenne, immer Angst vor mir haben, dass ich deren Männer wegschnappe. Ah. Wie siehst du aus? Wie sehe ich aus? Ja. Ich würde mich ganz normal beschreiben. Ich bin 1,80 Meter groß. 1,80 Meter ist schon eine gute Größe für eine Frau. Ja, blonde, lange Haare. Blonde, lange Haare. Mhm. Oberweite? Sehr groß, ja. Sehr groß. Da wunderst du dich, dass die Frauen Angst haben? Ja, und das Problem ist, dass mir halt immer gesagt wird, dass ich irgendwie sehr, sehr schöne Augen hätte. Schade, dass ich dich nicht sehen kann, Mensch. Ja, schade. Mann. Und dass ich irgendwie hypnotisierende Augen hätte. Mm. Also ich wurde also neulich schon wieder, also ich werde eigentlich immer auf meine Augen und auf meinen Mund angesprochen. Der Mund ist wahrscheinlich sehr sinnlich. Richtig, ja. Ich schminke mir den auch dann schon mal richtig rot und habe blau-grüne Augen so. Und warum haben wir kein Bildtelefon? Ja, das ist aber, weißt du, das ist das Problem. Also ich bin super nett zu allen und ich mag eigentlich viele Freundschaften sehr gerne und ja. genieße das auch, bin sehr kontaktfreudig ja. und sehr natürlich eigentlich auch. Und das Problem ist, dass ich das eigentlich bis jetzt immer so erfahren habe, dass viele Frauen neidisch waren. Also die werden stutenbissig, ne? Ja, die werden richtig bissig. Das Problem ist daran, dass daran schon drei Freundschaften kaputt gegangen sind. Also enge Freundschaften mit Frauen? Enge Freundschaften, mhm. Also auch zu zwei Jungs, die kannte ich sehr, sehr, sehr lange. Mit dem einen bin ich Kindergarten, Schule gegangen mhm. und mit dem anderen, den habe ich in der Schulzeit kennengelernt, bis nachher hoch so zum 20., 21. Lebensjahr. Sag mal, Doreen, ist denn die, jetzt unter uns beiden jetzt mal, ja. ist die Angst der Frauen begründet? Nein. Führst du was im Schilde? Gar nicht. Es
war, selbst wenn ich in Beziehung war, im Moment bin ich Single, selbst wenn ich aber in einer Beziehung war und die war auch 3 Jahre lang, dann wurde mir einfach von einer besten Freundin, ich frage die auch, es gab wirklich Diskussionen, ich sag, wovor habt ihr Angst? Weil das, ich sag, ich verstehe es einfach nicht, weil ich bin genauso herzlich zu den Frauen wie auch zu den Jungs, mit denen rede ich ganz normal und die können es mir nicht erklären. Sie sagen einfach, die Jungs sind, die wollen was von mir. Sie würden mich nie allein mit den Jungs in einem Zimmer lassen. Zum Beispiel, wenn wir tanzen waren oder so, wir hatten Abi-Treffen, da habe ich mit einem Freund getanzt oder mit einem Bekannten, da hat die Frau hinterher geweint. Oder mit meinem besten Freund, mit dem ich zusammen war, wir haben uns ein Jahr nicht gesehen, weil ich weggezogen bin aus Hamburg oben. Und wir haben uns nach einem Jahr wieder gesehen, wir waren 10 Leute und er hat mich gesehen, hat sich gefreut, hat mich umarmt, hat mich hochgehoben, einmal gedreht. Dann haben wir den ganzen Abend also gequatscht, so 2-3 Stunden und saßen nebeneinander. Wir waren auch zusammen im Urlaub, wir hatten auch wirklich viel Spaß und da lief nie was, weil er ist gar nicht mein Typ. Und die Frau, die hat so eine Szene gemacht, wir haben jetzt nur noch heimlich Kontakt, er muss mich heimlich anrufen, er muss heimlich Postkarten schreiben, ich darf ihm keine Briefe schicken, ich ist darf ja dramatisch. Ihn nicht anrufen. Ist ja dramatisch. Ja, also ich finde es wirklich schlimm. Hast du eine so allerbeste Freundin, Busenfreundin? Ja. Ist das mit der auch so? Nee, die ist Single und die hatte nie ein Problem. Die hatte nie ein Problem? Nee. Wie ist denn das? Also die Frauen wittern sofort, oh, richtig, mein Mann könnte auf die scharf sein. Die richtig. Hast du die klassischen Formen, wo die Männer darauf abfahren. Fahren denn die Männer da auch so sehr darauf ab? Ich muss sagen, viele sind wirklich Schweine, muss ich dazu sagen. Die geben mir schon eindeutige Zeichen. Also auch die in festen Beziehungen sind? Auch die in festen Beziehungen sind. Die würden also super gerne mal. Und dann sage ich immer, spinnt ihr und so. Also ich sag denen schon klar und deutlich, dass es nicht läuft. Und das Schlimme ist, dass sie mich auch kontrollieren. Wenn die Frauen schicken ihre Männer zu mir, um mich abzuholen, wenn wir zum Beispiel verabredet sind oder zum Essen gehen. Und 2 Minuten später geht das Telefon. Was macht ihr? Wo seid ihr? Ich sag, was sollen wir machen? Ist denn schon einmal mal was passiert, wo du dann doch auch schwach geworden bist? Nein, das ist auch kein Thema für mich. Wer, also eine Freundin ist eine Freundin und da würde ich also nie den Mann annehmen. Ja. Und selbst wenn der Mann von mir ein Freund ist in einer Beziehung, das läuft einfach nicht. Ich bin da kein Typ für. Also das ist ja löblich und du bist ganz strikt da auch. Und ja, nutzt das, was du so an sinnlichen Reizen vom lieben Gott geschenkt bekommen hast, nutzt du auch nicht großartig aus. Nein. Du bist 25 Jahre alt. Wie viele Männer hattest du schon? Gute Frage. Ja, das hast du hier. Komm, jeder zählt das doch. Das weißt du auch. Exakt weißt du es. Exakt, ja, wahrscheinlich. Sag mal, 20, 10, 30? Nein. Also, 7? Ich gucke mir schon die Männer genau aus. Also, ja. Ich möchte eigentlich auch eine feste Beziehung haben und nicht so einen One-Night-Stand, weil ich sag mal so, den könnte ich jeden Abend haben, wenn ich rausgehe. Darauf stehe ich überhaupt nicht. Nun war meine Frage. Wie viele Männer? Ich sage, ich hatte 6 feste Beziehungen. Ja. Und, mit wie vielen Männern hast du schon Sex gehabt? Das wollen wir eigentlich wissen. Das wollt ihr wissen. Ja, das wollen wir wissen. Ja, mit wie vielen Männern? Also ich denke mal so 10. Ja, ist okay. 10, 12. Ja, ist richtig okay. Also wenn du so aussiehst, wie du dich beschreibst, und ich glaube es dir natürlich, sind 10 Männer im Alter von 25 durchaus okay. Ja, aber ich finde es halt so schlimm, dass die Frauen das immer so neidisch sehen. Oder besser gesagt, dass sie Angst haben, dass ich die Männer anpacke. Sag mal, provoziert dich das dann nicht sehr, wenn du so eine klare moralische Grundhaltung hast, ich mache das niemals. Ja. Und die anderen Frauen unterstellen es dir quasi. Ja. Macht dich das nicht richtig böse? Das macht mich richtig böse, weil ich sag allen anderen, würdet ihr zugestehen, dass die Männer dort übernachten, dass die mit denen weggehen, dass jeder darf mit einem Mann tanzen, nur ich nicht. Mir wird unterstellt, jede Berührung ist beabsichtigt oder treibt so. Dich das denn nicht quasi schon sogar noch mehr so in Richtung Männer, dass du dir auch, also jetzt gar nicht im sexuellen Sinne, sondern dass du dir Männer als gute Freunde oder vielleicht schwule Freunde sogar hast? Hab ich. Weil die verstehen mich und die sehen mich nicht als Sexobjekt, sondern wirklich als Menschen. Und ich habe also wirklich viele Männer, die mich einfach so als Person sehen, wo keine Hintergedanken sind, die auch in einer Beziehung sind. Aber dann kommen wieder die Frauen. Sobald die Frauen mich einmal gesehen haben, haben die gesagt, klar, was wollen die Männer? Keine Freundschaft. Die wollen nicht nur ins Bett. Findest du, dass das so eine Mixtur ist, dass die einmal Angst haben, ihren Freund zu verlieren, auf der anderen Seite aber auch so richtig stinkneidisch sind, dass sie nicht so aussehen wie du? Sie brauchen nicht neidisch sein. Ich habe nichts Besonderes an mir. Nee, aber ich frag dich, was meinst du? Ist es vielleicht doch der Neid? Weil offensichtlich... Ich habe mit einigen auch... Wirklich, ich spreche die Leute drauf an. Ich sag mal, ich war letztes Jahr auf Kur, da war selbst die Ärztin auf mich neidisch und so. Hat mich super fies behandelt. Mensch. Und meinte, du hättest eine Ausstrahlung, wenn du in den Saal kommen würdest, würden alle die Gabel fallen lassen. Und das verstehe ich einfach nicht. Mein Gott, Doreen, also jetzt bin ich ganz verzweifelt, dass das nur eine Telefon-Talkshow hier ist. Ja. Dass wir nicht nebeneinander sitzen können, damit ich das wirklich selbst auch beurteilen kann. Ja. Und unsere Zuschauer das auch sehen können. Ja. Die Zuhörer ja sowieso können es ja nicht sehen. Nee.
aber es ist wirklich super schwierig. Und, das ist, also und du bist naturblond, ja? Ja. Naturblond. Ich komme von der Küste, wir sind richtig hier. Ja, und das Schlimme ist auch, ich habe hier also auch neue Frauen oder Frauen kennengelernt und die sagen einfach, ich stell dir meinen Freund nicht vor. Auf solche Freundschaften kann ich doch verzichten dann, oder? So sind die Frauen, ne? Sie sind wirklich gemein. Nein. Sie sind wirklich gemein. So, ich wünsche dir trotzdem eine gute Freundin, die nicht neidisch ist auf dich und nicht eifersüchtig. Danke. Und auch einen tollen Mann, du bist ja Single. Ich bin Single. Eine gute Beziehung. Ich bin auf der Suche. Jungs, bitte nicht schreiben. Bitte nicht schreiben. Das machen wir nicht. Alles Gute, Doreen. Ich danke dir, Dorian. Und viel Erfolg noch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. In der Technik. Gunther Paperitz. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ihr könnt anrufen dann morgen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.